Alarm! Ja, wir brauchen wieder einen Unimog. Agrar, Heckkraftheber natürlich, Heckzapfen, Zapfen umschaltbar, ein bisschen mehr Leistung. Ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir da. Original, schon ein bisschen viel Rost. Da sollten wir halt auch mal hinter die Federn schauen. Und von innen, vom Rahmen, da mal eine lange richtig, dass er da nicht durchrost ist. Zwei Leiter Anhängerbremsanlage. Und Zapfen umschaltbar, 45.000. Vorne zeigt man noch das Vorschaltgetriebe. Kanten von der Kabine schaut nicht einmal so schlimm aus. Schauen wir mal, ob man. Nein, da kommt man auch nicht ganz zu. Fahrerblut passt soweit, Kombi-Instrument funktioniert aber nicht. Ja, da unten der Fußboden schaut okay aus soweit. Wenn wir auch ein bisschen was machen. Wichtig, Achsschenkel können wir jetzt nicht so wirklich prüfen, aber wir können schauen, bei Doppelgängquelle ist vom Zustand. Da, ob man die Hülse bewegen kann. Dann machen wir da ein bisschen. Das schaut tatsächlich okay aus. Ja, das wird in meinem Fall teuer. Siehst, schaut es relativ okay aus. Man muss ein bisschen was lackieren, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Die Kabine ist nicht so wirklich durchgerost. Auf der Beifahrerseite fällt der Schließzylinder. Jetzt kann man den Tierschild von innen aufmachen. Tatsache, es ist wegen Spur in der Lenkung. Also das fühlt sich wirklich gut an. Hydraulik. Schauen wir da drunter. Das schaut gut aus. Das schaut nicht so gut aus, aber nicht schlimm. Ja, kleine Dachluke zur Entlüftung halt, ne? Ja, schauen wir das Dach an. Da kommt es vor allem auf das da an und das schaut rundum wirklich okay aus. Bremsleitungen müssen neu, mindestens ein Stück das neu machen. Hinten genau das gleiche. Das ist nicht so schön. Das ist ein 16er. Schöner Motor. Ist auch wieder langhubig, nicht so wie der 621er. 250 PS. Ja. Gut, Einspritzpumpe natürlich nicht so schöne Seiten. Wir haben eine Zweikreisbremsanlage. Das heißt, wenn der hier ist, das wird teuer. Ist aber, wenn man da Sackluft unterstützt, das ist super. Ja. Gut. Machen wir es wieder. 10 Kilometer, dann ist der Ulrich da. Mit dem 1200er und dem Dreiachser. Ich bin noch nie 421er gefahren. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Thank you.
ist er da. Ein Flow bauen wir gleich weg. Den packen wir jetzt gleich da. Ja, warum ist das? Weil das Schloss ein bisschen verschlissen ist. Das kriegen wir alles wieder. Ja, Kopfwickel, da gibt es heute noch 10% Rabatt. Mal gleich bestellen. Unten haben wir schon alles angeschaut. Das schaut auf die Bütler schlimmer aus, weil in echt. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Kabine mit relativ wenig Aufwand retten können. Britschen leider nicht. Also, ne, das Kopfwickel hin brauchen wir auch noch. Und jetzt wird es interessant, das hören wir jetzt dann. Ich glaube, dass ich einen Kraftheber ausbauen darf, weil wir den nicht brauchen beim Heckzapfen. Heckzapfen lasse ich aber vielleicht so gut dran, dass ich mir vielleicht einmal ausleihen kann, mit der Bullenpress zum Fahren. Ja, Gummisau teuer. Tank ist noch dicht, schaut aber auch nicht mehr so gut aus. Und da hinten liegt noch ein bisschen was von der großen Bauerei. Da kann ich mir mal ein bisschen spülen. Ja, Zyklon. Ja, das habe ich mich damals schon gewundert beim Anschauen. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Zyklon durchgerost ist. Braucht er auch nicht. Der arbeitet nicht im staubintensiven Einsatz, der fährt Holz. Und darum können wir da einfach die Karten drauf bauen. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, 4,6er, 4,3er, 4,21er Unterscheidung. 4,21er hat die Ansaugung auf der Seite, 4,6er und so, da ernt. Und ein bisschen größer natürlich. So. Das Eck da lernt, schaut gut aus, aber das Eck schaut nicht mehr so gut aus. Ist aber relativ gleich gemacht, hoffe ich einmal. Naja, jetzt bauen wir schnell einen Flow weg. Schnell ist relativ, glaube ich, der hat doch ein Gewicht. Und dann packen wir rein. Leck, ich schwitze jetzt schon bei der Sau. Dafür haben wir jetzt einen nockerten 421er. Naja, nicht ganz. Jetzt bauen wir einen Heckkraftheber weg. Das macht zwar jetzt nicht so viel aus, aber ich kann weiter zurückfahren. Jetzt haben wir da keinen fetten Arsch mehr. Nein, kann man auch nichts machen. Aber wir können jetzt weiter zurückfahren. Also da hinten steht noch mein altes Getriebe vom 411er. So. Hey, der hat immer noch Druck. Das ist heftig. Das ist gut. Ja, wir haben da auch noch einen Tachograph übrigens. Tachograph brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das ist große Getriebe. Ich bin noch nie 421er gefahren. Ich bin immer kleiner oder größer gefahren. Vor und zurück. Alles ist schön beschriftet. Boah, sie ist fest. Ja, ich habe mir gedacht, die Bremsen sind fest, für was brauche ich dann Bremsanzug? Aber ich bin so blöd, dass ich das natürlich nicht ausprobiert habe. Das ist heute gemerkt, aha, die ist fest. Das ist jetzt ein kleiner Problem. TÜV gefreut sich, alles gut. da ist schon mein neuer Zapfen für Press. Ja. Übrigens ist mir auch gefallen. Nein, nicht Tachoscheiben. Weiß mal, ob ich das finde. Unimog-Museum. Nein, ich wollte jetzt das andere her. Da. Ich habe nämlich da Plaketten gesehen. Da ist es. Schreibt mal in die Kommentare, ob dem jemand gesehen hat. 2009 auf genau. Ich war dieses Jahr bei eigentlich cool treffen, weil ich mir pressen und. Mei. So was gibt es im Vierhefer nicht. Ist wurscht. Wir haben hinten alle Scheiben zumindest, die wir haben können. Gingen sogar. Dachluken. Oh. Ah, das ist zerbiegt. Vorkühlanlage funktioniert, das ist schon mal gut. Wir haben da einen OM660er drin mit 2,4 Liter Hubraum. Kann ein bisschen Gas geben. Rennt schön, schauen wir uns mal von draußen an. Ja, irgendwas scheitert da. Ja, fix. Ja, meine ich ein bisschen locker. Hier kann Schlüssel brauchen wir noch. Ah!
Jetzt hat gerade der Kessel abgepfiffen. Also drück auf Bremse, einwandfrei. Der Rhönwälder quietscht, ist vor den Lenkungspumpen. Es geht ein bisschen streng, machen wir ihn auch gleich wieder aus. Aber ich mache noch mal ein bisschen vier und zurück. Ja, dass das kein kleiner, schnuckliger Vierläufer ist, ist klar. Aber trotzdem, das ist schon ein Gerät. Vielleicht nochmal grundsätzlich, warum habe ich am 421 empfohlen und nochmal, naja, der Mensch will bloß Holz fahren damit, da muss er schnell sein, da muss er im Wald trotzdem wendig sein, er braucht eigentlich fast keine Ausstattung außer Kipprock, er hat aber da jetzt zusätzlich die beste Bremsanlage, die EG-Bremsanlage, mit der Radbremszylinder, weil sie selber nachstellen, Zweikreis und so weiter, sogar Zweikreis-Anhängerbremse. Das braucht er nicht, aber das ist gut, da kann er auch mal sein Wei fahren lassen damit. 421er deswegen, 403er war leistungsmäßig und so weiter auch okay gewesen, ist aber einiges schwerer und nicht so agil, einfach wegen dem höheren Leergewicht. Natürlich 43er, 46er, das ergibt schon Sinn, wenn man auch mal voll ausgelastet fahren will. 411er, weil ich habe, war es klar, er will ja doch ein bisschen zügig unterwegs sein. Ich komme auch überall hin, aber bei uns ist es ein bisschen steil, da braucht man ab und zu Geduld. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Geduld, aber ich kann ja irgendwann einmal einen größeren Truck hier, da kommt ja eh schon. Und der macht es ganz gut. Hä, hey, aber jetzt müssen wir schon einmal kurz schauen, weil irgendwann der Zustand, das hat mich jetzt so gefreut, sogar der Feststeller funktioniert noch. Naja, Sitz ist nicht mehr original auf der Fahrerseite, zumindest das. Oh! Alter! Wird immer heftiger. Der ist noch original. Da bin ich jetzt schon. Das ist geil. Ja, da ist ein bisschen. Das ist wurscht. Jetzt wollte ich mal den Schalter ausprobieren. Alter, ist das geil. Alarm! Ist das Video auch schon wieder gut. Aber nächsten Sonntag gibt es ein neues. Das Abo nicht vergessen, dass ihr es nicht verpassen könnt. Und das gibt es im Shop. Ein Mob und ein Truck. Dem gehen wir nicht her. Aber das wisst ihr selber. Also in dem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.